Und es obliegt jetzt dem Polesetter, Frank Kechele, das Tempo zu bestimmen. Und dann darf, sobald grün aufgeschaltet ist, entsprechend überholt werden. Der Audi, der schaut schon mal ein bisschen raus. Ampel ist grün, der Audi zack direkt nach außen. Und dann geht das 40-Wagenfeld, 22.000 PS auf die 1 Stunden hat hier in Oschersleben. Erste Ecke, Turn 1 und 2, jetzt wird's spannend. Der Audi von Rast drückt mal Ammermüller ein bisschen in die Wiese und bleibt hängen am Audi von Abt. Vorne ist es aber Kechele, der sich durchsetzen kann gegen Peter Cox. Ein Audi qualmt schon, das ist der mit der gelben Haube und der SLS von Zuber momentan auf der 4. Position. Also es ist geordnet, es hat ein bisschen gerumpelt, aber es war trotzdem noch sehr diszipliniert hinten der MS, SLS in der Wiese. Momentan vorne Kechele, dann ist es dahinter Peter Cox. Der Audi mit der gelben Haube, das ist Christopher Miese auf der 3. Position. Dahinter ist es Andreas Zuber im prima Job Heiko Mercedes. Und das ist die Kamera, ja, die da von Margarites. Ah, ein Überholmanöver filmt. Das ist Toni Seiler, der geht vorbei an dem Porsche von Michael Ammermüller, der, glaube ich, da ein bisschen in Turbulenzen war nach diesem kleinen Start. TTT. René Rast war da meiner Ansicht nach mit involviert. Könnte auch Hase gewesen sein. Onboard von Andreas Zuber, der filmt. Das ist das Stuck, der Stuck-Lambo. Jetzt der Blick nach vorne. Da schaut er sich Christopher Mies von hinten an. Aber auch wieder, das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen, sehr geordnet, sehr diszipliniert in der ersten Runde. Die Gegengerade weit ausgefächert. Das ist der MS SLS mit der grünen, ja, Beklebung an der Seite. Der kämpft da mit Heinz-Harald Frenzen. Da kann sich Frenzen aber mal sauber durchsetzen. Macht eine Position gut. Heinz-Harald Frenzen, die Spitze. Kechele ist durch. Dann ist es Peter Cox, der Vorjahres-Champion. Und da sehen wir den einen Audi, der leicht beschädigt ist, vorne in Fahrtrichtung auf der linken Seite, der da am Porsche von Ammermüller etwas hängen geblieben ist. Erste Runde ist rum. Wir schauen uns das Ergebnis an. Das ist Kechele vorne. Dahinter ist es Peter Cox auf der 3. Position. Christopher Mies. Und das Feld sehr geordnet. Das ist Frenzen im Bild, der sich den Mercedes von MS Racing geschnappt hat. Wir schauen noch mal rein in den Start und wir sehen, dass der Audi sehr früh auszackt, Christopher Mies. Vorne aber die Lambos das Thema im Griff haben und sich da einig sind über die Vorfahrt. Im hinteren Feld sehen wir gleich den Porsche so ein bisschen nach rechts rüber wandern, beziehungsweise der Audi. Und dann bleibt er irgendwie an dem Auto von Christopher Mies hängen. Damit, da holt er sich im Prinzip die Beschädigung. Das war, jawohl, René Rast richtig gesehen und hat aber Ammermüller dabei so ein bisschen auf die Wiese gedrückt. Wir sehen jetzt Christopher Mies. Jetzt kommt der Rempler von hinten. Jawohl, da sehen wir, wie Rast da mal sich schön anlehnt. Aber das ging gut und hat auch für keine größere Folgeschäden gesorgt. Da muss Mies richtig am Lenkrad zaubern, um den Audi da auf der Strecke zu halten, nachdem Rast ihn mal schön als kleinen Bremsblock genutzt hat. Wäre der Mies nicht da gewesen, dann wäre Rast auch locker bis zur Magdeburger, bis zur Oschersleben Innenstadt durchgefahren. Wir sehen Peter Reiter, Hände auf den Kopf, aber das ist doch gut gegangen. Da kann man ganz entspannt durchatmen. Beide Autos sind gut durch die Ecke gekommen. Bernd Schneider, Thomas Jäger, verantwortlich für die Entwicklung des SLS GT3 im Hause AMG.